Herzlich willkommen zu Literaturwelten. Heute geht es um Eine Frau von Sibylla Aleramo, erschienen in Eisele Verlag. Viel Spaß beim Zuschauen. Bei diesem Buch handelt es sich um den einzigen Roman, den Sibylla Aleramo veröffentlicht hatte. Es war zugleich ihr Debüt und eben das einzige Buch. Es ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte. Die Autorin ist 1876 geboren und hier erfahren wir quasi ihre Geschichte. Am Ende wird gesagt, dass das Buch eigentlich für ihren Sohn entstand, der es vielleicht verstehen und nachvollziehen sollte, warum die Mutter aus seinem Leben irgendwann mal verschwand und nicht wieder zurückkehrte. Und wir begegnen der Ich-Erzählerin, als sie noch ein kleines Mädchen ist. Sie hat noch zwei Geschwister, sie ist die Älteste. Der Vater hat eine Stelle an der Universität, dann möchte er aber so sein Leben verändern und bekommt eine Geschäftsleiterstelle in einer Fabrik irgendwo, dann in einem kleinen Dorf. Die ganze Familie zieht um in das Haus, das diese Fabrik quasi als der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt hatte. Sie führt eigentlich ein gutes Leben. In der Stadt vorher konnte sie auch eine Bildung erfahren und als sie in dieses Dorf irgendwie umziehen, gibt es dann leider nicht viel, was sie noch dazu lernen könnte. Der Vater beschließt, dass sie dann quasi in dem Unternehmen auch mitarbeiten darf und so quasi weiter lernen kann. Sie bearbeitet dann irgendwie Rechnungen. Und sie ist eine offene Frau, sie ist als Mädchen irgendwie sehr selbstbewusst, arbeitet in einem Büro mit einem jungen Mann und irgendwann erfahren wir, dass dieser Mann irgendwie so versucht, eine körperliche Annäherung an die Protagonistin. Später wird das irgendwie so genauer, ich glaube in einem Nachwort von Elke Heidenreich wird das genauer erklärt, dass es hier eigentlich um eine Vergewaltigung geht. Sie ist zu diesem Zeitpunkt irgendwie 16, 17 Jahre alt und dann besteht sie auch irgendwie drauf, dass sie diesen jungen Mann auch heiraten sollte. Er kommt aus sehr ärmlichen Familienverhältnissen, hat aber große Pläne bezüglich seiner eigenen Karriere. Und ich glaube auch, dass er sie ein bisschen dazu nutzen möchte, eben um einen Karrieresprung machen zu können. Irgendwann wird er da tatsächlich zu einem stellvertretenden Leiter dieser Fabrik und viel, viel später auch tatsächlich zu dem neuen Leiter. Wir erfahren an diesem Roman eine Geschichte, eine Frau, die sich aus einer einengenden Beziehung befreien möchte. Der Mann misshandelt sie. Er gibt ihr eigentlich keine Freiheiten. Irgendwann bekommt sie ein Kind und wird quasi in das Haus eingeschlossen. Irgendwann fängt sie an zu schreiben, weil sie irgendwie nichts mehr anderes machen kann. Und sie fängt an, irgendwie feministische Schriften zu verfassen und schickt diese an Zeitschriften. Er tritt in Korrespondenz mit Schriftstellern aus Italien. Es wird ihr eine Stelle in einer feministischen Zeitschrift angeboten. Dafür ziehen sie auch, ich glaube, nach Rom um. Der Mann stimmt dem zu, weil er irgendwie für sich keine weiteren Möglichkeiten in der Firma sieht. In Rom führt sie ein sehr gutes Leben, auch wenn sie aber die ganze Zeit wirklich wieder im Haus sitzen muss, aus dem Haus gar nicht darf. Der Mann stimmt nur zu, dass sie einmal in der Woche quasi zu der Redaktion der Zeitschrift gehen darf. Aber ansonsten hat sie null Freiheiten. Und irgendwann ziehen sie aber zurück. Die Protagonistin muss alles wieder abbrechen und wird zurück wieder in das Haus eingesperrt in einem kleinen Dorf. Irgendwann sammelt sie den ganzen Mut zusammen und möchte sich von ihrem Mann trennen. Das kostet sie leider auch
den Kontakt zu ihrem Sohn. Das wäre quasi fast schon die ganze Handlung erzählt. Also Spoiler, es tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen gespoilert habe. Aber auch wenn man irgendwie den Ausgang der Geschichte kennt, ist sie wirklich eine große Leseempfehlung von mir. Denn es ist eine Geschichte der Befreiung einer Frau. Es ist eine Geschichte, wie sich quasi die Welt langsam verändert, wie die Frauen so anfangen, für sich einzustehen. Es ist ein Stück vielleicht auch der Gesellschaftsgeschichte Italiens. Da wird zum Beispiel sehr darüber gesprochen, dass die Männer die Mutter irgendwie so als eine Heilige betrachten und die Mutter so wichtig ist, aber die Ehefrau so gut wie keine Rechte hat. Und das ist eine Geschichte wahrscheinlich, die sehr viele Frauen sehr stark betroffen hat. Das ist eine sehr aktuelle Geschichte, obwohl sie eigentlich aus dem vergangenen Jahrhundert stammt. Es geht hier nämlich auch darum, wie eine Frau für sich einstehen kann, soll und eigentlich muss, wie eine Frau hier ihre eigene Identität findet, wie sie eigentlich so für und um ihr Leben kämpft. Die Struktur des Werkes ist so aufgebaut, dass wir hier wirklich chronologisch seit den Kindheitstagen die Figur in das Heute begleiten bis ans Ende des Romans. Also das ist jetzt nicht wirklich, dass es hier super spannend aufgebaut wird, dass es so große Cliffhanger gibt oder sowas. Nein, es wird sehr langsam, sehr bedacht erzählt. Die Sprache ist sehr zurückhaltend und dadurch werden eigentlich die Ereignisse noch drastischer, weil sie eben mit so einer Nüchternheit erzählt werden, wahrscheinlich schon aus einer Perspektive der Zeit. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich meine, dass dieser Roman erst nach vielen Jahren entstand. Und hier haben wir auch schon so eine Betrachtung der Ereignisse aus einem ganz anderen Standpunkt, als sie tatsächlich dann passieren. Also wir haben auch so eine emotionale Distanziertheit zu den Vorkommnissen aus der Jugend oder aus den Ehejahren. Auf der Textoberfläche sozusagen, auf der Handlung haben wir diese Geschichte der Frau, aber im Hintergrund haben wir eigentlich, ich habe das schon so ein bisschen erwähnt, haben wir eine Zeitgeschichte und eine Geschichte über eine, könnte man schon fast sagen, schizophrene Gesellschaft, denn nach außen wird das Leben schön gezeigt und das, was zu Hause passiert, das ist eine ganz andere Realität und das ist auch irgendwie sehr schockierend und bewegend, wie wenig dann diese Protagonisten eigentlich tun durfte und wie wenig Rechte sie hatte und wie sehr dann der Mann, ihr Ehemann in der Machtposition war und was durfte er alles so bewirken mit der Einwilligung der Gesellschaft, weil auch der Vater hat dann manchem einfach eingewilligt und oder die Mutter. Die Frauen werden hier als schwache Frauen dargestellt. Auch die Mutter wird hier als eine dargestellt, die eigentlich so psychische Probleme hatte. Sie ist sehr labil. Aber irgendwann wird es klar, dass es eigentlich nicht die Probleme der Mutter mit sich selbst sind, sondern die Probleme der Frau mit den gesellschaftlichen Normen und Zwängen, denen sie sich zu unterwerfen hat. Und das finde ich wirklich auf eine wunderbare Art und Weise erzählt mit dieser emotionalen Distanziertheit, also sehr nüchtern. Die Sprache hat mir sehr gut gefallen. Und eben in dieser Nüchternheit ist dieses Buch wirklich auch erschreckend an manchen Stellen. So, das war von meiner Seite, glaube ich, für heute alles. Ich habe dieses Buch trotz der Inhalte wirklich sehr gerne gelesen, weil ich das nicht wie eine Geschichte einer Beziehung, in der wirklich Gewalt auch vorrangig war, sondern wie eine Geschichte über eine Frau, die dafür einsteht, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen kann und über eine Frau, die wirklich den ganzen Mut sammelt, den sie nur finden kann und wirklich einen hohen Preis zahlt,
sich dennoch aber für sich und für die Selbstbestimmung entscheidet. Und das war für mich irgendwie so vordergründig in dem Inhalt. Und diesen Roman möchte ich wirklich empfehlen und wünsche euch gute Lektüre und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.